So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Weiß, die Randomizer Nuzlocke. Wir haben im letzten Part Turner besiegt, tatsächlich, wir haben es geschafft. Und er will, dass wir auf Route 6 kommen. Dort haben wir uns ja schon ausgetobt und... Hallo! Ich habe ihre Stimme vergessen. Du, erzähl doch mal, warst du in der Arena, kann das sein? Wow, du hast ihn ja, den Arena-Orden von Maria City. Wahnsinn! Der ist ja echt klasse. Aber halt, ich darf nicht immer nur tatenlos deine Erfolge bestaunen. Ich bin schließlich selbst dein Trainer. Los, Zeit für einen Kampf. Ach Gott, jetzt auch noch Bell besiegen. Na gut. Darauf war ich zwar heute nicht vorbereitet, aber machen wir trotzdem. Mit ihrem Fermicolla. Das nette kleine Tierchen. Ist ja nur Level 26. Metallmantel? Ne, Magiemantel. Ich habe es eben nicht richtig gelesen. Sondern eben wieder nicht. Aber es müsste ein Magiemantel gewesen sein. Also Spezialverteidigung hoch. Denn unsere Kämpferdanken sind sehr effektiv. Ah, mit sowas kannst du mir doch nichts anhaben. Hoffe ich zumindest. Doch kann ich. Offenbar. Hat ja gewirkt bisher. Die KP sind aufgefrischt, macht nichts. Hier schießen sie geradewegs wieder runter. Ja, du Stahlinsekt, gegen eine richtige Käferattacke hast du halt keine Chance. So, Nummer 1 ist besiegt. Wie viel hast du noch? Ach so, jetzt kommt die mit ihrem Staraptor. Und Zero schreibt mir was, der muss aber ganz kurz. Obwohl, warte mal. Wir machen es anders. So, da sind wir wieder. Kann sein, dass ihr jetzt links und rechts so einen roten Rand habt. Den erzeugt Skype leider. Aber es ist nicht so schlimm. Werdet ihr überleben. Zero ist jetzt dabei. Hallo. So, Staraptor war, wenn ich mich nicht irre, ein Kampftyp. Das heißt, Marek sollte mit dem eigentlich recht gut fertig werden. Was ist das für eine Edition? Das ist die weiße Edition. Ah. So, ja. Ach, so lange ist es her. Guten alten Zeiten. So, komm, wir machen uns erstmal. Ja, Wagemut bringt dir nichts. Gegen einen Geist nützt das nichts. Was? Ein Geist? Ja, ein Geist. Aber so lach so. Ja. Ja. Ein Geist. Ja, also mit Randomizer. Natürlich. Also. Oha, jetzt packt sie Genesekt aus. Oh oh. Nicht sehr effektiv, also könnte auch. Richtig ein legendärer. Kampf sein. Metallsound. Ach, du bist ein Stahltyp. Hm, ja gut, ich werde ein Genesekt, ne? Ja gut, das heißt ja hier nichts. Ja, was ein Zufall. So, komm, drauf. Mhm, das sieht doch ganz gut aus. Ja, durch den Volltreffer, aber Marek ist ja eh hier unser. Florian, hast du schon? Wir haben gerade den 5. bekommen und sind jetzt auf dem Weg weiter, denn der Arena-Leiter wollte uns außerhalb der Stadt auf Route 6 sprechen, doch unsere liebe Freundin Belle ist dazwischen gegangen. Was? Der komische Rothaarige? Was? Nein. Der Arena-Leiter? Nein? Oh. Also, was meinst du mit rothaarig? Ja, rot. Hä? Die Dinger auf dem Kopf. Der hat einen Hut auf. Oh. Okay. Ja gut, dann habe ich da irgendwas, so ein falsches Bild im Kopf. Oha. Also wenn es mal trifft, dann zieht's ordentlich. Hm. Kann es dann passieren, dass wenn du dann auf dieses legendäre Pokémon triffst, wenn du es fangen kannst, dass es dann zum Beispiel, also dass es dann anderes ist? Ja natürlich, also ich habe es zumindest versucht so einzustellen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob das bei dieser Edition funktioniert hat mit den Stationären. Aber theoretisch... Ich glaube, hier hat es tatsächlich nicht funktioniert, aber generell geht es. Okay. Wie komisch wäre das, wenn man dann auf einmal da so... Was? Wie komisch das, wenn man dann da auf einmal einen Carpador antrifft. Ja, das wäre interessant. So, mir reicht's. Das funktioniert so nicht, was wir versucht haben, weil wir machen auch zu wenig Schaden. Da muss Bakura helfen. Bakura? Weil Bakura auch ein Geist ist, aber eine Geistpflanze. Bakura ist eine Geistpflanze? Ja. Hm, jetzt sehe ich die Yu-Gi-Oh! Serie im völlig anderen Licht. Ja, ne?
Und warum heißt denn eines Pokémon Pizza? Ich habe die Namen, die Zuschauer empfohlen haben, auf eine Liste geschrieben. Und als Pizza gefangen wurde, stand Pizza ganz oben. Okay. So. Sag ich mal, Broccoli, aha. Ich glaube, den benutzen wir jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, was Nidorino für einen Typ hat. Das solltest du vielleicht mal gucken. Ja, das werden wir jetzt herausfinden. Ah. Broccoli erinnert, der Kickli hieß er. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel Arms für die Switch, was rauskommt. Ja, ich weiß, was du meinst. Wegen den komischen Arm und Bein. So, es ist ja eine Pflanze, wie wir festgestellt haben. Da sollte ja mit dem Giftstreich eigentlich das Ganze funktionieren, dass wir das Vieh umhauen. Sollte, aber ob das auch so ist. Ja, nicht wenn das Vieh sich die ganze Zeit selber schützt. Und durch den Verwurzler wieder Kraft zieht. Ja, und Synthese. Hoffentlich vergiften wir es. Niemand hat gesagt, dass es leicht ist. Das stimmt. Was war eigentlich dein Starter? Das Starter-Pokémon warst du. Das Enthorn mit dem Namen Zero. Achso, das Enthorn, stimmt ja, das hast du ja schon mal erzählt, das ist ja schon tot. Ja, das ist vor der ersten Arena gestorben und Bootmobil, das uns die ganze Zeit begleitet hat, ist leider inzwischen auch tot. Oh, okay. Kann das Vieh überhaupt eine Angriffsattacke? Ja, es sieht nicht so aus. Kann es eigentlich auch nicht. Verwurzler? Schutzschild, Synthese, Grasflöte. Ja, sind vier. Dann, so viel dazu, angreifen kannst du dann jetzt schon mal nicht. Nee, es kann sich nur schützen und regenerieren. Also ein Pokémon zum Zeitschinden. Ja, um die AP des Gegners leer zu machen. Ja, jetzt ist es tot. Sehr gut, sehr gut. Gut gemacht, Lee. Japs, ich fasse es nicht, ich habe tatsächlich verloren. Unser letzter Kampf liegt schon einige Zeit zurück, Wolf. Du bist echt unglaublich stark geworden. Von mir kann man das weniger behaupten. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich habe so das Gefühl, dass du genau verstehst, was in deinen Pokémon vor sich geht. Weißt du was, Wolf? Ich gebe dir einen meiner VM ab. Ja, wir haben Fliegen. Sehr schön. Kann halt auch nicht groß rauskommen, wenn die alles ihre VMs verschenkt. Das stimmt. Die hat mir mein Papa in Rayono City gegeben, damit ich jederzeit zurück nach Hause kann, wenn mich das Heimweh packt. Davon gehe ich zumindest aus. Aber dann sollte ich Sharon wohl besser auch eine abtreten, nicht wahr? Also gut, Wolf, man sieht sich. Sag ja, die verschenkt die, als wär's Trockenbrot. Vielleicht hat die auch zig VMs und denkt sich, was soll ich damit? Das kann sein, ja. Die macht auch mit dem Randomizer und findet hier die ganzen VMs fliegen. Ja, das ist halt die Frage, was tragen meine Pokémon eigentlich? Items. Ja. So tolles Zeug haben wir jetzt auch nicht. Nee. Geh nochmal kurz heilen, beschleunige ich kurz, damit das nicht so lange dauert und dann gehen wir zu Turner. Der soll ja hier gefälligst mal ein bisschen was rausrücken. Ja, die gute alte Pixel-Grafik noch. Das war noch. Naja, also Pixel-Grafik, ist das auf dem DS? Ja. Aber ich meine so diese kleinen Chibi und dann anstelle von den 3D-animierten. Ja, das stimmt, die kamen dann ja erst mit Alola. Nee, die gab's schon vorher. Kamen die schon in X und Y? Ja. XY war, glaube ich, das erste. Ja, das wäre ja dann die nächste Region. Ja, ja genau, dann können wir Weiß, dann Weiß 2. Ja. Und Weiß 2, weiß ich, war noch auch so in dem Stil. Ja, das stimmt. Die XY kam dann schon 3D-mäßig. Ach Gott. Ja? So viel noch vor uns. Ja, ja. Nein, Hunduster, ich möchte nicht. Was? Warum hast du das Pokémon hierher gerufen? Ach, ist nur das, nee, weil gerade kam irgendwie ein Geräusch hier. So. Ja, Zero macht ganz komische Geräusche.
Hin und wieder? Eigentlich ja nicht, aber irgendwie ja. Es war nicht meine Absicht, komische Geräusche zu machen. Es ist einfach so passiert. Ja, ne, das kenne ich. Ja, du vor allem. Ja, können uns die Viecher hier vielleicht mal in Ruhe lassen? Ich möchte eigentlich nur vor zu Turner, damit wir durch diese komische Höhle gehen können. Ne. Ich merke gerade, mein Mikrofon regelt automatisch. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, das liegt an Skype. Hä, wieso redest du automatisch? Weil mein Mikrofon automatisch regelt. Oh, okay. Also wenn ich laut bin, regelt's runter. Wenn ich leise bin, regelt's hoch. Das war doof. Ah, danke fürs Warden. Ach, der Typ mit den schwarzen Haaren. Weil es nur einen in Pokémon mit schwarzen Haaren gibt. Ja, nein, das ist... ich hatte mehr Informationen. Ja, er hatte einen Hut an, jetzt hättest du gesagt, er hat schwarze Haare und sieht aus wie ein Cowboy, dann wüsste ich wer. Gut, also, das sieht mir ganz nach dem Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat. Nach dem Randomizen gibt's die gar nicht mehr hier. Aber wenn das vor euch ein Problem darstellt, dann will ich euch da gerne helfen. Bin schließlich ein Arenaleiter. Ans Werk, Rockheimer, tu was du tun musst. Wo hat der das Pokémon her? Hat er immer dabei in seiner Hosentasche. Ja, aber das hat er in der Arena nie eingesetzt. Hier, diese TM soll dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig deinem Pokémon beibringen kannst. Häufig das Item Traumfresser ist okay. Hypnose hat schon. Ich spreche von Dampfwalze. Du hast mir die falsche TM gegeben. Dieser Attacke fügt dem Gegner Schaden zu und senkt seine Initiative. Boden-Pokémon sind oft nicht gerade die schnellsten, aber mit Dampfwalze sollte sich diese Schwäche irgendwie ausgleichen lassen. Gut, ist halt nicht mehr auf der Höhe so weit. Ich weiß ja nicht, wie gut du wirklich bist. Aber wenn du glaubst, du kannst etwas erreichen, dann bleib unbedingt am Ball, bis du es geschafft hast. Deine Grenzen bestimmst du allein. Wenn du dir etwas fest vorgenommen hast, dann kannst du es auch schaffen. Mhm. Merkt euch das, Kinder. Ja, und jetzt zieht er hier wieder von dannen. Ach, jetzt will L auch noch was. Hä? Ninjas! Ninjas! N, Entschuldigung. Elva, wo war was anderes? Ja, das, ja. Immer diese Leute, die nur aus einem Buchstaben bestehen. N, L, bald kann man mit ein paar Leuten von denen ein Wort draus machen. Ja. Hier entlang. Hier, Meister N, der Trainer, den du sehen wolltest. Danke. Du hast also Bekanntschaft mit zwei Mitgliedern des Finstrios gemacht. Ja, da kenne ich auch schon zwei Drittel. Das sind Angehörige von Team Plasma, handverlesene Untergebene von Geziz. Wie es scheint, waren sie es übrigens auch, die das Voltula-Netz am Eingang dieser Höhle angebracht haben. Ach, die haben das mitgebracht. Von zu Hause. Ich finde, Geziz klingt immer wie eine Krankheit. Nee, das ist ja Noten. Notenlesen. Ja, aber trotzdem. Auch die... Ja, das hatte ich ja schon. Entschuldigung. Die Elektrolythöhle. Ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit magnetischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung dieser Höhle zu den Pokémon. Wenn es hier keine Menschen gäbe, wäre dies der ideale Ort für mich. Wie dem auch sei. Du wurdest jedenfalls von mir auserwählt. Überrascht dich das? Nö. Pa. Vielleicht ein kleines bisschen. Naja, was wundert's mich? Wenn du nicht verstehst, was ich mit meinen Worten andeuten will, können sie dich auch kaum überraschen. Hat er mich gerade blöd genannt? Ja, irgendwie schon, ja. Ich habe Geziz von euch erzählt. Er hat daraufhin das Finstrio darauf angesetzt, alles über euch in Erfahrung zu bringen. Der Arme. Und Sherin jagt einem naiven Ideal von großer Stärke hinterher. Und Bell hingegen ist hingegen zu der traurigen Erkenntnis gelangt, dass es nicht jedem vergönnt ist, stark zu werden. Und du, dich prägt keins dieser Extreme. Du stehst dem Ganzen eher neutral gegenüber.
Ja, ich bin die Schweiz. Was wohl auch gut so ist. Team Plasma lauert bereits weiter vorn auf dich. Gezis will herausfinden, was du als Trainer wirklich drauf hast. Ich hab so Mitleid mit dem. Warum? Ja, der Gezis, das klingt halt richtig wie so eine schlimme Krankheit, das wird der bald sterben. Nein, und wir fangen uns jetzt dieses Glutexo. Cool. Nicht so cool wie ein Glurak, aber gut. So, jetzt müssen wir es bloß noch schwächen, ohne es umzubringen. Dafür haben wir ja Bakura. Der Pflanzengeist aus dem Millenniumsring. Ja. Tja, so lange wie der da drin war, hat er schon Wurzeln geschlagen. Ja, Felswurf bringt hier nicht so viel. Legen wir das Vieh erstmal lahm. So, schlaf eine Runde, Glutexo. Oh, sieht doch gut aus. So, wir haben ja ein paar. Na, so viele Bälle habe ich jetzt. Also, lassen die da in jedem Abschnitt nur eins fangen, oder? Ja. Willst du dir nicht lieber angucken, was noch für Pokémon gibt, bevor du das fängst? Nein, ich darf ja immer nur das erste fangen. Ach so. Dementsprechend haben wir Glutexo sogar mit dem ersten normalen Pokéball gefangen. Für Glutexo wird ein Eintrag im Pokédex angelegt. Glutexo ist eine Flamme, ein Gestein-Flug-Pokémon, 1,1 Meter groß, 19 Kilogramm schwer. Glutexo lebt in den Bergen. Die Flamme auf ihren Schwalbspitzen leuchtet in der Nacht wie Sterne. Oh, schön. So, und weil du heute jetzt mal Gast bist, darfst du diesem Glutexo auch einen Namen geben. Ich darf, okay. Ja. Schwierig. Wie nennen wir es? Nenn es Wuschel. Ja, warum auch nicht? Ja, so schnell ist mir nichts Besseres eingefallen und ich finde, Wuschel klingt sehr liebevoll. Ja, es ist ja auch sehr wuschelig. Ja, und man glaubt dann gar nicht, dass er was auf dem Kasten hat, wenn man sagt, los Wuschel, du bist dran. Dann denkt man sich so, haha, und dann, boom, spielt ein Glurak oder so. Ja, ich erinnere an Pokémon Blau, da hatten wir ja auch ein Glutexo. Hieß das auch Wuschel? Nein, das hieß damals Wald. Nee, Walter, glaube ich. Alter, okay. Ja, wegen warm und kalt, Wald. Ach so. Ja gut. Du warst dabei. Echt? Ja, du warst dabei. Aber man hätte es auch Karma nennen können. Hätte man auch, aber es hieß damals Walter. Also wegen kalt und wärmer oder Karm. Ach, keine Ahnung. So, gut, Wald. Leute, ja, der Part ist vorbei. Zeit ist schon wieder rum. Ihr hinterlasst uns jetzt am besten erstmal ein nettes Kommentar, da freuen wir uns. Mhm. Und einen Daumen nach oben, der wäre ganz, ganz freundlich. Mhm. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Pokémon Weiß, die Randomizer Nuzlocke und vielleicht ist Zero irgendwann mal wieder dabei. Mhm. Bis dann. Tschüss.